Ja, also mein Name ist Andreas Holzinger und wir arbeiten in einer Gruppe an Wissensentdeckung aus komplexen Datenmengen. Unser Leitspruch ist dabei: Science is to test crazy ideas, Engineering is to put these ideas into business oder into practice. Das heißt, am Ende des Tages wollen wir etwas bewirken, etwas verändern. Das heißt, wir wollen etwas verändern. Das heißt, wir sind angewandte Informatikerinnen und Informatiker und wir arbeiten an sozusagen komplexen Problemstellungen zum Thema eben komplexe, hochdimensionale Datensätze, wo wir Wissen entdecken wollen. Was heißt das? Am besten kann ich das aufgrund einer Zeichnung erklären oder besser gesagt nicht nur Zeichnung, sondern das ist unser Gruppenlogo. Also wenn jemand zur Holzinger Group kommt, dann wird er als erstes das Logo kennenlernen. Und da sieht man sehr gut, was wir machen. Wir haben auf dieser Seite eben die Daten. Bei Datenmengen sprechen wir von komplexen Datenmengen. Das heißt, die sind hochdimensional, die sind schwach strukturiert. Zum Beispiel hier das Point Cloud Dataset. Und wir sehen schon hier, sind wir im hochdimensionalen Datenraum. Das ist einmal die Datenseite. Also hier hätten wir die Databases. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Expertin, den Experten mit dem Wissen, das der Experte, die Expertin hat. Und wir versuchen nun, oder unsere Vision ist es langfristig, ein Tool oder ein Werkzeug eben in die Hand, dem Experten, der Expertin in die Hand zu geben, um in den Daten, und jetzt strapazieren einen steirischen Begriff, in den Daten zu stirlen. Und natürlich, das müssen wir jetzt ins Hochdeutsche noch übersetzen, das heißt, in den Daten zu stöbern. Das heißt, wir wollen quasi ein Datenstethoskop entwickeln, wo Expertinnen und Experten in der Lage sind, in diesen komplexen Daten zu stöbern, zu stirlen. Und warum ist das interessant und wichtig? Weil wir eben hier im kognitiven Bereich haben wir gewisse Einschränkungen. Menschen sind irrsinnig gut in der Entdeckung von Zusammenhängen, von auch komplexen Zusammenhängen, allerdings leider nur in Dimensionen nicht höher als 3, so in dem Bereich. Ja. Meistens ist es sogar nur R2, deswegen hier in der Mitte sozusagen. Wir haben nur X und Y auf diesem Tablet-Computer oder auf diesem Mobile-Computer zur Verfügung. Das heißt, wir müssen irgendwas darstellen, was im R2 ist. Die wirklich interessanten Dinge, die wirklich schwierigen Dinge laufen aber in Dimensionen ab, die unvorstellbar groß sind. Die Hauptaufgabe ist es jetzt, das runter zu mappen, also die Entdeckungen durchzuführen in einem hochdimensionalen Raum und dann zu mappen in einem niedrigdimensionalen Raum, den die Benutzerinnen und Benutzer dann wieder wahrnehmen können. Das heißt, nicht nur wahrnehmen, sondern dass sie auch interaktiv in diesen Daten manipulieren können. Das ist natürlich ein hehres Ziel, eine hohe Vision, dass man sozusagen in den Daten stöbern kann und Neues entdecken kann. Und das ist der ganz große Unterschied. Wir arbeiten daran, um neue Zusammenhänge zu entdecken. Das heißt, wir wollen, und das ist so bei uns definiert, Wissen als etwas Neues. Insight into new, into novel Structures zum Beispiel. Ja. Das heißt, Einsicht in komplexe Zusammenhänge, die natürlich jetzt eine Expertin oder einem Experten helfen sollen bei der Lösung ihrer Problemstellungen. Und unser Problemfeld und der Anwendungsbereich ist die Medizin, die Biomedizin, Biologie, Medizin, Lebenswissenschaften, Gesundheit im weitesten Sinne. Und da wollen wir mit der Gruppe eben Beiträge leisten, um das zu ermöglichen. Ja, provokative Aussage ist natürlich fast schon Realität, und zwar die Medizin wird immer mehr datenzentriert. Die Medizin ist vielleicht schon datenzentriert. Ein Beispiel: Bei der Herstellung eines Medikaments ist schon fast mehr Data Science im Spiel als wie zum Beispiel Biologie oder Medizin. Das heißt, der Trend geht in Richtung von personalisierter Medizin zum Unterschied von generalisierter Medizin. Und personalisierte Medizin heißt zum Beispiel, dass alle Daten von einem Patienten, von einer Patientin im Zusammenhang zum Beispiel mit Krankheiten und in Bezug genommen werden. Das heißt, nicht nur jetzt physiologische Daten, nicht nur jetzt zum Beispiel Bilddaten oder nicht reine Patientendaten wie zum Beispiel Texte, sondern auch zum Beispiel Omics-Data, also zum Beispiel Genomics, Proteomics, Metabolomics und so weiter. Und das Ziel ist sozusagen, oder die Provokation wäre jetzt sozusagen, dass die Zukunft der Medizin im Data-Bereich liegt. Also immer mehr Daten stehen in der Medizin zur Verfügung und
da gilt es natürlich jetzt, oder da sind jetzt natürlich die Informatikerinnen und Informatiker gefragt, hier mitzuhelfen, aus den Daten relevante Dinge wiederum zu finden, relevantes Wissen daraus abzuleiten. Und das ist sehr schwierig, weil das ist Relevanz und das ist Kontext zum Beispiel. Das sind die zwei wichtigen Stichworte hier. Ja, also in der Biomedizin explodiert die Menge an Daten. Also das ist unvorstellbare Mengen an Daten. Zum Beispiel, wenn ich Sie jetzt da als mein Interviewer, die Zuseherinnen und Zuseher sehen ihn jetzt natürlich nicht, ja, aber ich sehe ihn, und wenn ich Sie anschaue, dann sehe ich Sie als ein Bündel hochkomplexer Daten. Das ist wirklich ganz, ganz komplex, bis in die Zelle. Sie bestehen aus Billionen von Zellen. Jede Zelle besteht wiederum aus Billionen von interessanten, hochkomplexen Datenmengen, und diese verstehen wir nur ansatzweise. Also das heißt, wir können hier wirklich von großen Datenmengen sprechen. Das ist jetzt ein einzelnes Individuum, aber jetzt rechnen wir mal nach, wie viele Menschen auf unserer Welt leben. Das sind dann wirklich große Datenmengen. Also das ist wirklich eine große Herausforderung jetzt, mit diesen Daten umzugehen, mit diesen Daten zu manipulieren und daraus jetzt, und das ist jetzt das Wichtige, nicht nur die Daten sammeln, sondern daraus was Sinnvolles zu machen. Also unser Ziel ist es ja, dass wir daraus ein Wissen ableiten, das letztlich in der Handlung etwas bewirkt. Dazu muss man anmerken, dass die Medizin eine Handlungswissenschaft ist, die ja etwas bewirken soll. Das heißt, die Patientin oder der Patient soll wieder gesund werden, durch zum Beispiel Einsicht in den Krankheitsverlauf, durch sozusagen bessere Betreuung oder überhaupt durch ein besseres Treatment, also Behandlung zum Beispiel. Ja. Und dazu könnten diese Daten natürlich sehr hilfreich sein in Zukunft. Ja, wie verändert diese These die Gesellschaft? Die Gesellschaft ist direkt davon betroffen, weil Medizin ist etwas, oder Gesundheit im Generellen ist etwas, was uns alle angeht. Das heißt, es betrifft irgendwann jeden von uns, und daraus ist natürlich eine irrsinnige soziale und gesellschaftliche Relevanz der Medizin. Das heißt, wenn wir da mithelfen dürfen, ein bisschen diese Medizin von morgen zu gestalten, also Zukunft, personalisierte Medizin zum Beispiel, oder Smart Health zum Beispiel, intelligentes Krankenhaus und so weiter. Und wenn wir da mithelfen können, dabei mit diesen komplexen Datenmengen umzugehen, dann ist unsere Mission schon in einem guten Stern. Und diese hochdimensionalen Datenmengen erfordern benutzerzentrierte Lösungen. Das heißt, Medizinerinnen und Mediziner ist ein Domänenexperte, nicht der Informatikerin oder nicht der Informatiker. Das heißt, hier ist natürlich die Herausforderung, insbesondere eine benutzergerechte Gestaltung von solchen Werkzeugen notwendig, damit jemand auch wirklich in diesen Daten stöbern kann. Ja, Vorteile ist natürlich, Vorteile liegen in allem, was man mit einer digitalen Welt machen kann, und die Nachteile liegen in allem, was man mit einer digitalen Welt machen kann. Das heißt, Vorteile und Nachteile sind hier gleichgewichtig, und natürlich sind wir hier von großen Gefahren bedroht. Also Worst Case wäre zum Beispiel, dass Daten gesammelt werden, dass Datenhalden angesammelt werden, die nutzlos irgendwo brach liegen, wo man keine Zusammenhänge mehr drinnen sieht und wo man keinen Benefit daraus generiert und wo man nicht wirklich etwas damit anfangen kann. Auf der anderen Seite natürlich ganz, ganz wichtig ist alles, was mit der Medizin zu tun hat, da kommt sofort das Thema Privacy, Data Protection, Safety und Security und ganz wichtig aus Trustworthiness, das heißt Trust in den Daten. Sind diese Daten, die ich da habe, sind diese Datenmengen relevant? Sind sie im Kontext relevant? Das ist eine ganz eine schwierige Frage, und das bringt mir auch weiter zum Beispiel zu der Frage, was ist interessant? Das ist zum Beispiel eine unserer Leitmotive in unserer Forschung, herauszufinden, was sind denn interessante Daten? Nicht alle Daten sind interessant. Was ist interessant und was ist relevant? Das sind die ganz großen Fragen der Zukunft, wo wir noch viele Jahre dran forschen müssen, um das zu beantworten. Und Trustworthiness zum Beispiel, kann ich den Daten trauen? Das heißt, sind diese Daten auch vertrauenswürdig? Und da gibt es ja zahlreiche Beispiele in der vergangenen oder in der kürzeren Geschichte, wo gefälschte biomedizinische Datensätze ja sogar zu Publikationen in Nature geführt haben. Das heißt,
Das waren Fake Data, komplett falsch, komplette Artefakte, und das ist die große Gefahr auch. Das kann zum Beispiel auch unabsichtlich passieren, dass ich zum Beispiel bei meinen Algorithmen Dinge mache, die dann Artefakte modellieren, und ich glaube, die richtigen Daten zu haben, bin aber sozusagen auf einem falschen Pferd. Das ist ganz ein schwieriges Thema und erfordert wirklich ganz, ganz hohe Konzentration und Forschungsaktivitäten, damit man eben diese Dinge unter ein Dach bringt: Data Protection, Privacy, Safety, Security und Trust. Also das sind die wirklich wichtigen Dinge, und die, auf die man achten muss. Und natürlich ergibt sich aus der Missachtung dieser Dinge natürlich sofort wieder die Verletzbarkeit in diesen Dingen. Ja. Ja, an den negativen Auswirkungen, also überall, wo es etwas zu machen gibt, kann auch was passieren, ist keine Frage. Und das ist natürlich ernst zu nehmen. Und deswegen kann ich nur noch einmal wiederholen: Privacy, Data Protection, Safety, Security, Trustworthiness. Das sind die wirklich wichtigen Dinge in all diesen Fragen, wenn es um wirkliche Daten geht. Ein Wunsch an die Zukunft wäre da zum Beispiel, dass man mehr Open Datasets hat, wobei natürlich die Generierung von Open Datasets wieder alle diese Punkte involviert. Das heißt, da ist besonders wieder darauf zu achten, dass man eben in Richtung Datensicherheit und Trustworthiness geht. Und was hier zum Beispiel ganz wichtig ist, ist, dass man eben auf den Datenmissbrauch hinweist. Nicht? Ich kann natürlich mit den Daten was Gutes tun, ich kann helfen, ich kann damit eine Ärztin, einen Arzt unterstützen, ich kann zum Beispiel longitudinale Datenanalysen, wo ich herrlich einen Krankheitsverlauf zeigen kann, aber das kann natürlich missbraucht werden. Das heißt, ich kann natürlich durch diese Predictive Analytics, durch diese Power dieser Voraussagemöglichkeiten, kann ich natürlich sehr, sehr viel an bösen Dingen tun, Schaden anrichten und natürlich Missbrauch. Also das ist schon eine echte Gefahr, natürlich. Ja, die ganz große Gefahr liegt eben darin: Modellierung von Artefakten, das heißt nicht relevante Daten, falsche Daten, gefakte Daten. Ich wünsche mir an die Zukunft zum Beispiel die Vision eines Smart Hospitals oder eines Smart Health Bereichs. Das heißt, dass man wirklich diese Visionen, die ja schon seit vielen Jahren, zum Beispiel gerade im Ubiquitous Computing von Mark Weiser, die Visionen, dass man neue Interaktionsparadigmen zum Beispiel im Krankenhaus hat, dass man das umsetzt, dass man also ein Full Digital Hospital mit neuen Interaktionsparadigmen eben einsetzt, wo eben tatsächlich der Vorteil der Daten tatsächlich zum Vorschein kommen. Ich gebe jetzt ein ganz einfaches Beispiel: Impfdaten. Ich verliere ständig meinen Impfpass. Ja? Ich finde ihn jetzt zur Zeit schon wieder nicht. Meine Frau ist ganz grantig. Sie sagt: Bitte, wo ist der Impfpass? Ich finde den Impfpass nicht. Wäre es doch schön, hätte ich die Impfdaten zum Beispiel auf meiner Karte oder wo auch immer oder in einem Patienten, in einem Patient Record. Das heißt, das wäre zum Beispiel echter Vorteil. Das wünsche ich mir in die Zukunft, solche Vorteile zu haben. Das ist gerade in der Medizin so wichtig. Ja? Und davon gibt es zig Dinge, nicht? Also wo ich wirklich einen echten Benefit habe, wo auch, und das ist wieder die Relevanz für die Gesellschaft, dass die Gesellschaft, jeder Einzelne der Gesellschaft dadurch einen Vorteil hat und dadurch sozusagen die Informatikerinnen und Informatiker wirklich einen Beitrag leisten können, um das zu verbessern. Das heißt, wir müssen an vielen, vielen Bereichen arbeiten, um das wahr werden zu lassen, um dieses Smart Hospital, um das Smart Health Prinzip sozusagen wahr werden zu lassen. Ich denke, da werden schon noch einige Zeit vergehen, aber wir sind ja sozusagen noch jung und können da noch viel machen.